Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk. Angecheckt und heute checke ich zusammen mit dem Christoph von Steinberg die neue Steinberg Cubase-Hardware an. So ist es. Supi. Und du hast hier so ein Rack mitgebracht mit zwei Geräten. Ja. Warum zwei? Also, wir haben zwei Firewire-Interfaces gebaut mit 16 Kanälen jeweils, 8 Mikrofonvorverstärker, ADAT rein raus, SPDIF rein raus. Wir haben einen WordClock-Ein- und Ausgang, dass wir auch extern clocken können. Der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist im Prinzip nur einer, nämlich das sind DSP-Geräte, also die haben DSP-Chips an Bord mit Effekten drauf. Das große, das MR816 CSX, hat 8 Kanalzüge mit Kompressor und Equalizer und einen Hall aus dem Hause Yamaha an Bord. Und das kleine hat nur, in Anführungsstrichen, den Hall. Wobei das nur da echt in Anführungsstrichen steht, weil das ist der SPX-Hall und der ist ja renommiert. SPX-Hall kenne ich noch. Ja, kennt man noch. Ich hatte mal ein SPX-90. Richtig, jetzt gibt es das SPX-2000 mittlerweile und der Algorithmus ist der gleiche. Wenn wir jetzt hier so drauf gucken, von außen der einzige Unterschied ist die Knöpfe, ist das so? Also von außen, ja, du hast recht. Also zum einen haben wir den Unterschied in den schwarzen Knöpfen. Zum anderen kann man aber ganz gut erkennen, diese Interfaces können Softwarefunktionen steuern, nämlich die Funktionen der DSPs. Okay. Und hier vorne an dem kleinen fehlt so dieser kleine Menüpunkt, der Morph heißt. Und das zeigt mir halt, dass der Sweet Spot Morphing Channel Strip von Yamaha im kleinen Gerät nicht mit dabei ist. Okay. Und was habe ich denn davon? Ich meine, ich habe doch in Cubase massenhaft an Effekten. Wozu brauche ich denn dann noch DSP? Also die Sache ist ja die, wenn ich zum Beispiel ein direktes Monitoring in Cubase fahren möchte. Das heißt, ich möchte meinem Schlagzeuger auf der Bassdrum gerne aus Cubase raus irgendwie ein bisschen Kompressor auf dem Kopfhörer geben, auf der Bassdrum, ein bisschen Equalizer, Hall auf die Snare oder meinem Sänger einen Hall geben. Dann habe ich zwar die Möglichkeit, das aus Cubase raus zu tun, aber nicht ohne Latenz. Stimmt. Die DSP-Geräte ermöglichen mir ein latenzfreies Monitoring mit Effekten. Und das kann ich sonst nicht machen. Das ist auch der Grund, warum viele Produzenten im Studio quasi noch ein normales analoges Pult auch benutzen beim Recording. Exakt. Also sagen, da kann ich dann eben erstmal meinem Sänger so ein bisschen so einen Wohlfühlhall geben, vielleicht noch ein kleines Delay. Genau. Oder oft sind ja auch gewisse Sachen auch abhängig von den Effekten, die drauf sind. Ne? Exakt. Und die Möglichkeit habe ich jetzt also meinen Interfaces. Ich kann direktes Monitoring fahren mit Hall, Kompressor und Equalizer. Aber alle... Also beide Interfaces haben 8 Mikrofoneingänge? Technisch sind die beiden Interfaces komplett gleich. Das heißt, wir haben 8 Deprees aus dem Hause Yamaha, 8 Mikrofonvorverstärker. Mhm. Die haben sehr hohen Signalrauschabstand, klingen sehr schön. Wir haben ADAT rein raus. Das ist bei beiden Interfaces komplett identisch. Lediglich die DSP-Kraft, DSP-Power ist unterschiedlich. Und du hast hier zwei Geräte. Mhm. Das heißt, sind die auch kombinierbar? Ja. Laufen die jetzt parallel? Ja. Sind es jetzt 16 Inputs? Genau, ich kann sie kaskadieren, bis zu 3 Stück kann ich aneinander hängen. Momentan haben wir 2 kaskadiert. Über ein Firewire-Kabel sind die miteinander verbunden. Okay. Ich lande am Ende mit einem Firewire-Kabel nur in meinem Rechner. Ich brauche also nicht 2 Firewire-Anschlüsse an meinem Rechner zu haben. Genau, und komme somit jetzt auf 16 analoge Inputs, 16 Mikrofonvorverstärker oder Line-Eingänge und 16 ADAT-Ein- und Ausgänge. Mhm. Das heißt, ich könnte mit 3 kaskadierten Geräten auf eine Ein- und Ausgangszahl von 48 Kanälen kommen. 24 digital, 24 analog. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte ja Gelegenheit, da auch mal ein bisschen anzufassen. Ich fasse ja immer gerne mal an. Und gefühlt kommt das Ganze sehr, sehr hochwertig rüber. Also preislich liegt es ja auch nicht in der Low-Budget-Klasse, sondern das ohne mit dem kleineren DSP 800, genau. Das andere 1200, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, wir sind mit den Interfaces definitiv in einem professionellen Bereich drin. Was Klang angeht, was die Einbindung angeht. Die haben ja eine besonders starke Integration in Cubase. Darauf wollen wir ja nun auch kommen wir noch drauf. Die Geräte werden in Japan gefertigt, Hause Yamaha. Die kommen halt eben auch von Yamaha, weil wir ja zu Yamaha gehören. Ja. Und daher sind die natürlich hochwertig. Wer digitale Mischpulte von Yamaha kennt, weiß, dass die schon auch mal runterfallen. Das hat aber auch schon die Yamaha-typische Bezeichnung. Ne? CRX Prump 357, wie heißen sie denn eigentlich? MR816 CSX und MR816X. Alles ich finde, klar. Das sind sehr, sehr funky okay. Namen, die kann man sich gut merken. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr Yamaha-like. Das ist auf jeden Fall sehr Yamaha-like, ja. Ja gut, dann kommen wir doch eigentlich auf das Wichtigste für die Musotalk-Zuschauer, weil die interessiert erstmal Cubase. Genau. Funktioniert das denn nur mit Cubase, das Interface? Nein. Also ich kann es mit jeder Software verwenden, die ich benutzen möchte. Ich kann es ja keinem übel nehmen, wenn er nicht Cubase verwenden will. Und wenn man von dem Klang angetan ist, dieser Teile, ich rate jedem, sich mal die Soundbeispiele auf unserer Homepage auch anzuhören, dann kann man die mit jeder anderen Software benutzen. Das Einzige, was ich dann nicht habe, ist die Integration.
Das heißt, das, was ich jetzt gleich zeigen werde, das ist natürlich in einem anderen Sequencing-Programm nicht da. Hau rein, zeig mal. Okay, also, ich habe ja erzählt, wir haben eine besondere Integration, wir haben DSPs. Ich mache einfach mal kurz einen alten Weg, zu zeigen, wie man in Cubase vor 3 Jahren oder noch vor einem Jahr etwas aufgenommen hätte. Das heißt, ich hätte mir hier an der Seite einfach ein paar neue Spuren erstellt, das mache ich mal eben. Mhm. Ich füge mal ein paar Monospuren hinzu. Dann machen wir mal hier so eine gute Handvoll. Okay. Was ich jetzt gemacht hätte, ich wäre in die VST-Verbindung gegangen. Da kannst du mal rein, genau. Mhm. Hätte mir hier jetzt einen Eingangsbus erstellt. Klar. Und diesen Eingangsbus wiederum hätte ich dann einer Spur zugewiesen. Und dann hätte ich auch was aufnehmen können. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Benutzer da erstmal so ein bisschen ins Stolpern kommen. Mhm. Und weil wir das nicht wollen, dass die User ins Stolpern kommen, ist das jetzt ein bisschen einfacher. Wir müssen uns einfach nur noch die jeweilige Spur hier auswählen. Ja. Und ich mache trotzdem mal im Hintergrund nochmal die VST-Verbindung auf, damit wir es sehen können. Mhm. Und jetzt muss ich am Interface vorne nur noch die jeweilige Quick-Connect-Taste, das sind diese kleinen weißen Tasten. Ja, kannst du gucken. Kannst auch selber draufdrücken, weil wir wollen hier jetzt auf... Über jedem? Genau, über jedem Eingangskanal gibt es diese Quick-Connect-Taste. Wenn ich die jetzt drücke, dann... dann geht gleich zum ersten hier mal der Hall auf. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, im Hintergrund können wir sehen, dass Cubase automatisch einen Eingangsbus erstellt hat. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen... Geht das jetzt pro Spur? Das geht pro Spur und das geht sehr schnell. Ich lasse mal einfach die VST-Verbindung an der Seite ein bisschen offen und versuche das mal so für die Zuschauer sichtbar zu machen, dass man erkennen kann, was ich hier tue. So, und ich gehe da mal ein bisschen rein. Was man jetzt machen kann, ist, sich einfach die jeweilige Spur hier auszuwählen. Ja. Ich drücke auf die nächste Quick-Connect-Taste, kriege automatisch die nächste Eingangsspur. Und das kann ich natürlich hier auch mit der Cursor-Taste oder später mit dem Controller sehr schnell machen. Ich gehe hier einfach... Kannst du denn jetzt auch zu der Spur darüber wieder zurückgehen und das wechseln? Kann ich machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, hier auf Spur 13, und das Schöne ist übrigens, dass man am Interface hier sofort ein visuelles Feedback bekommt. Also, pass auf, wenn ich hier die Spur drücke, dann blinkt mein Interface eben kurz und zeigt mir an, mit welcher... Alles klar. Und da sehe ich auch, die blauen sind jetzt schon belegt. Die blauen sind belegt, genau. Alles klar. Und wenn ich wissen will, wohin sie belegt sind, dann wähle ich mir die jeweilige Spur aus und kriege am Interface direkt kurz ein Blinken angezeigt, hier bin ich hinverbunden. Wenn ich jetzt feststelle in einem schnellen Routing im Studio, dass mir was schiefgelaufen ist und ich möchte hier auf dieser Spur nicht auf dem ersten Mikrofoneingang was aufnehmen oder auf dem ersten Line-Eingang, sondern lieber auf dem zweiten Interface auf der Nummer 5, dann drücke ich hier einfach die Quick-Connect-Taste. Ah, ja. Das Routing wird sofort umgeworfen. Hier wird mir ein neuer Eingangsbus erstellt. Und das kann ich später im Nachhinein noch machen, wenn ich schon alle Kanäle zugewiesen habe. Geht das denn auch mit Effekten ausgängen so? Oder das ist jetzt, das brauche ich, das brauch ich gar nicht mehr. Das ist jetzt tatsächlich auch nur auf die Eingangsbusse gemünzt. So, weil wir das aufnehmen wollen, Audio 13, wir wollen die Gitarre aufnehmen. Ich nenne das mal eben, dass wir... Gitarre. Ja. So. Okay.